Bonjour, messieurs, mesdames. Bienvenue, chers amis. Wenn Sie das sehen, am Sonntag, den 26. Juli, dann bin ich, wenn Gott will, schon wieder zu Hause im schönen Frankfurt. Also, ich nehme heute Abschied aus diesem gesegneten Land, aber der Segen des Herrn liegt auch auf unseren nördlichen Breiten. Die Lesung heute ist genommen aus dem ersten Buch der Könige und erzählt von König Salomo. In jenen Tagen erschien der Herr dem Salomo nachts im Traum und forderte ihn auf: Sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Und Salomo sprach: Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Doch ich bin noch sehr jung und weiß nicht aus noch ein. Dein Knecht steht aber mitten in einem Volk, das du erwählt hast, einem großen Volk, das man wegen seiner Menge nicht zählen und nicht schätzen kann. Verleihe daher deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren? Es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aussprach. Daher antwortete ihm Gott: Weil du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht um ein langes Leben, Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebeten hast, um auf das Recht zu hören, werde ich deine Bitte erfüllen. Siehe, ich gebe dir ein so weises und verständiges Herz, dass keiner vor dir war und keiner nach dir kommen wird, der dir gleicht. Ein hörendes Herz, mit dieser Alliteration auch leicht zu merken, das ist auch ein Juwel aus den Schatzkammern der Heiligen Schrift. Das ist die Bitte des Königs Salomo als junger Mann. Da war ja noch nicht der weltgerühmte Weise Salomo, sondern da fing er an. Aber etwas von der Weisheit, die ihn auszeichnete, war schon in ihm drin. Sonst hätte er diese Bitte gar nicht äußern können. Weisheit ist, dass man die Proportionen zwischen Himmel und Erde erkennt und richtig einschätzt und daraus Schlüsse zieht. Und das tut er hier schon. Er wirft sich nicht an den Laden und tut sich was drauf zugute, dass er des berühmten Davids Sohn ist, sondern er sagt: Ich bin noch sehr jung, ich bin eigentlich überfordert, ich muss aber einen guten Job machen und schulde deinem Volk etwas und deshalb musst du mir geben, was ich brauche, damit ich das kann. Und dann äußert er diese wunderbare Bitte: Gib mir ein hörendes Herz. Also nicht nur einen wachen Verstand, das sicher auch, sondern ein Hören in der Mitte des Menschseins, das alles mit einbegreift und mit aufnimmt, biblisch das Herz. Hören auf Gott, sicherlich, der ja so spricht, dass man ihn nur mit dem Herzen hört, allein das physische Hören würde uns da nicht genügen. Und hören aber auch auf die Menschen, sich ihren Bitten, ihren Klagen, ihrer Freude auch öffnen, einen Sinn für das haben, was sie brauchen, auch wenn sie es leise oder ungeschickt zum Ausdruck bringen. Ein hörendes Herz. Gott gefällt diese Bitte des jungen Salomo, das kann man sich vorstellen, dass diese Bitte um ein hörendes Herz trifft Gott ins Herz. Und was heute in der Lesung nicht mehr gesagt wird, vorher wird die Perikope abgeschnitten, am Ende sagt ihm Gott: Und weil du so eine wunderbare Bitte geäußert hast, erfülle ich dir nicht nur diese Bitte, sondern alles, worum du nicht gebeten hast, das gebe ich dir auch noch obendrein. Und deshalb wird Salomo auch noch märchenhaft reich, er hat Glück in seinen politischen Geschäften und Feldzügen und er hat nach den Vorstellungen seiner Zeit auch einen riesen Harem voll mit wunderschönen Frauen. Also alles, was einen so zwischendrin und hienieden glücklich machen kann, das hat er auch, aber der Grund seines Glückes ist seine Weisheit und seine Weisheit besteht darin, Gott an die erste Stelle zu setzen und von Gott das zu erwarten, was sein Leben lebenswert macht. Gott schenke Ihnen einen wunderschönen, gesegneten Sonntag und der segne Sie alle.